Ein letztes Mal Preußen-Münster in dieser Hinrunde. Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg. Die haben wir ja schon am Anfang der Saison einmal bespielen dürfen. Da zu Hause, da im DFB-Pokal, da war es erfolgreich. Heute würde ich auf jeden Fall nochmal einen Sieg mitnehmen. Dann haben wir, glaube ich, eine richtig gute Hinrunde mit 7 Siegen, 5 Unentschieden und 5 Niederlagen. Das ist eine super Statistik für einen Aufsteiger. Also, da gehe ich voll mit. Und dann haben wir im Winter ein bisschen Zeit. Dann bekommen wir ja auch das Geld, wie gesagt, für Schenk, den wir ja verkauft haben. Dann würde da eventuell nochmal was Richtung Jugendspieler gehen, die dann die Scouts hoffentlich. Wobei, ich müsste ja die Scouts dann erstmal losschicken, dass sie mir wieder ein paar Spieler irgendwo finden. Ja, oder? Oh, erstes böses Foul nach 3 Minuten. Elzein oder Elzein war das. Das könnte sogar rot gehen, wenn der Schiri direkt das nicht weiterlaufen lässt. Jawohl, rote Karte. Nach 3 Minuten für Elzein, Elzein. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Aber das war schon klar. Guck mal, der geht nur auf den Knöchel. Und wenn der Schiri da keinen Vorteil laufen lässt, dann ist es meistens ein Zeichen dafür, dass es hier eine rote Karte gibt. Also schon früh in der Begegnung, Wechsel bei Magdeburg. Taktische Umstellung und jetzt haben wir natürlich Vorteil. 87 Minuten lang hier ein Mann mehr. Das müssen wir einfach jetzt nutzen. Vielleicht nutzen wir es ja auch gleich schon. Remberg, ah nee, schade. Leider nicht. Aber das ist natürlich schon eine krasse Schwächung für Magdeburg hier gerade zu Beginn. Aber jetzt müssen wir das natürlich auch ausnutzen. Jetzt sind wir hier Favorit. Ich wollte gerade erst sagen, dass das auch wieder wahrscheinlich ein sehr großes Geduldsspiel sein wird. Magdeburg ist eigentlich eine ziemlich starke Truppe. Die haben ein paar richtig gute Fußballer drin. Aber so, wenn jetzt schon nach 180 Sekunden jemand mit Rot vom Platz, vom Platz geht oder gehen muss, dann, ja, super. Dann wird sich das Spiel jetzt natürlich wenden, ne? Komplett. Wir haben jetzt einen Mann mehr. Wir müssen das Spiel ja im Prinzip jetzt von Beginn an dominieren. Also Chance um Chance rausspielen und hoffentlich hier gewinnen. Aber ja, aufgepasst, gegen 10 Mann zu spielen ist manchmal schwerer als gegen die volle Besatzung, weil die dann natürlich mehr laufen für den Mann, der jetzt natürlich fehlt, aber bei uns darf das hier heute gar keine Ausrede sein. Badmarz vielleicht mit der ersten Chance, aber der Ball bleibt liegen bei diesem Regen, der natürlich wieder beim 10. Spiel in Folge regnet, sie, egal wo wir spielen. Und ihr seht, der Boden, der ist schwer, der Ball, der bleibt auch liegen, was auch realistisch ist. Muss ich ja zugeben, wenn es wirklich viel geregnet hat, ihr kennt das selber, dann klar bleibt der Ball liegen. Aber dass er so liegen bleibt, ich habe mich schon geärgert, warum legt sich Badmarz den wieder 10 Kilometer vor? Genau aus diesem Grund, weil er damit gerechnet hat, hier. Und dass der Ball liegen bleibt, der Keeper kommt natürlich dann nicht raus und dann Badmarz. Mit Vollschwung, mit Vollkaracho hinein ins Glück, auch 3. Tor im 8. Spiel. Ist auch wieder wichtig, dass der mit dabei war. Ist auch ein schneller Mann. Ich würde ja gerne eine Doppelspitze ausprobieren in der Rückrunde. Vielleicht mit Badmarz und Fridtjonsson. Dann haben wir Grudowski auf der Außen. Aber dann müsste Janda eventuell dafür weichen. Achtung, jetzt erstmal Magdeburg mit Teixeira. Und Behrens. Also, die kommen auch zu ihren Chancen. Das wird, glaube ich, noch ein Spiel, das geht sehr, sehr heikel auch hin und her. Aber irgendwann wird sich dann vielleicht die Spreu vom Weizen trennen. Und wenn wir hier das zweite, dritte Ding machen, dann ist das Ding vielleicht auch entschieden. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit hier. Kirkeskov, Grudowski wieder. Findet er seinen alten Kollegen natürlich. Badmarz, aber abseits. Nee, Grudowski darf nicht hin. Und Magdeburg bleibt bei der Dreierkette, respektive Fünferkette. Fehlt halt nur vorne jetzt ein zweiter Stürmer, aber ansonsten defensiv verändert sich eigentlich nichts. Vorne ist halt das Problem, ne? Deswegen, wir dürfen jetzt nicht hier überpacen. Achtung, nächste Chance für Magdeburg. Cool ist dazwischen, aber die grätscht auch wieder total unnötig von mir gerade. Und dann gut, dass die Magdeburger das nicht zu Ende gespielt bekommen. Badmarz auf Mees. Habt ihr gesehen, der Ball, der ist ganz kurz schneller geworden. Ist auch realistisch. Auf jeden Fall Remberg. Es ist leider niemand frei. Jetzt müssen wir das Spiel so ein bisschen beruhigen. Ja, Magdeburg mal laufen lassen. Die Lücken werden sich irgendwo ergeben, weil es fehlt ja jetzt irgendwann. Das heißt für uns noch mehr laufen. Ja, da war wieder die Grätsche. Badmarz ist wieder frei. Eine Bewegung. Ah, es ist aber niemand in der Mitte. Janda wäre frei. Ja, aber gegen 4, 5 Mann alleine. Das müssen wir auf jeden Fall besser zu Ende gespielt bekommen.
Aber das ist jetzt genau unser Spiel. Viel Ballbesitz. Wenn es nach vorne nicht geht, dann spielen wir wieder hinten rum. Und Bad Matze ist da auf dem Flügel so ein bisschen fehl am Platz. Der müsste eigentlich mehr ins Zentrum rein. Wartet aber auf Janda. Der zieht durch gegen Hugoné. Also so die ganz klare und deutliche Überlegenheit haben wir noch nicht. So, der wird sich jetzt den Ball wieder, nee, 10 Meter vorbeilegen oder nicht? Aber der Kollege jetzt, oder? Nee, der auch nicht. Leipzig aufgepasst, nochmal mit einer Chance. Und wir stehen richtig, perfekt, sehr schön. Also defensiv hat sich ein bisschen stabilisiert, wir kriegen nicht mehr so viele Gegentore. Wir hatten ja mal eine Phase, da haben wir pro Spiel 3 Gegentore bekommen, das hat sich jetzt Gott sei Dank gelegt. Schön wäre natürlich, wenn wir gar keine Gegentore mehr kriegen, aber das wirst du hier nicht erleben. Mit Münster. So, Grudowski nochmal. Kurz vor der Halbzeit. Badmanns muss sich irgendwo positionieren. Lässt sich fallen. Schöner Laufweg. Gut gemacht. Oh, und jetzt Remberg. Jawohl, Junge. Nimi nochmal. Das ist deine Position abgefälscht. Und Kamper im Tor. Rettet halt das, was zu retten ist. Ne? Nach vorne hin geht Gott sei Dank nicht so viel. Aber immer wenn Magdeburg vorne ist, habe ich das Gefühl, es wird gefährlich. Weil wir das auch defensiv phasenweise und situationsbedingt auch nicht immer souverän lösen. Das hier zum Beispiel, da war nie durch. Und dann stehen wir hier zu luftig. Oh, cooles. Achtung! Das kann zum Beispiel nicht sein. Also da müssen wir viel länger am Mann dran sein. Ich habe ja nur die Defensive. Ah, ich habe auch ein 4-1-2-1-2 habe ich ja mit reingebracht. Vielleicht auch mal das. Das wäre jetzt vielleicht die Gelegenheit. Achtung! Mal mit zwei Spitzen zu spielen. Ich glaube, das werde ich mal machen. Ich glaube, ich werde in der zweiten Halbzeit mal auf 4-1-2-1-2 umstellen. Zwei Stürmer vorne. Noch mehr Druck für die Magdeburger Defensive. Aber noch ist nicht Halbzeit. Noch haben wir hier eine Chance. Badmatz wird wieder gut geschickt. Aber dann vorne fehlt die Durchschlagskraft. Ich finde, Badmatz macht das nicht schlecht. Er bewegt sich vorne viel. Ja, bietet sich an. Schirmt auch, soweit es geht, den Ball immer gut ab mit seinem Körper. Aber dann vorne, was ihm manchmal noch fehlt, ist so ein bisschen die Durchschlagskraft. Aber ich werde jetzt, oh Gott, was sind das für Soundeffekte? Ich werde jetzt wirklich tatsächlich auf 4-1-2-1-2 umstellen. So, das heißt, wir spielen jetzt mit zwei Spitzen. Lass mich nochmal gucken, wie sich das hier zurecht rückt. Wo haben wir denn hier? Das 4-1-2-1-2. Dann spielen Grudowski und Badmatz vorne, Janda dahinter. Okay. 4-1-2-1-2, let's go. Und was kommt noch von Magdeburg? Wir sind auch trotzdem gefährlich. Musste trotzdem immer wachsam sein. Teixeira, Michel. Irgendwo warten sie doch auf die Lücke. Und da war sie. Und da müssen wir aufpassen. Und jetzt schnell umschalten. Oh, aber nicht zu schnell. Grudowski da. Also Magdeburg, die wehren sich. Die stellen sich jetzt auch nicht nur hinten rein. Klar, warum auch? Haben wir jetzt im Prinzip nicht mehr viel zu verlieren. Also sie sind schon mal ein weniger. Und einen Rückstand müssen sie eh aufholen. Oh, schlechter Ball von Janda. Die müssen genau ankommen. Wir spielen das jetzt nicht gut zu Ende. Kirkeskov auch ins Leere. Und jetzt aufgepasst. Hendricks. Na komm. Da wollte sich den Ball gerade vorbeilegen. Habt ihr gesehen? Ganz enge Ballführung. Und dann hat er nur darauf gewartet, bis er diesen Move machen kann. Genau. Natürlich, Neuenberger. Du machst das. Kirkeskov. Da muss ich jetzt grätschen. Da gibt es auch keine gelbe Karte. Das ist auch okay. Aber das muss ich machen. Das wäre bei normalen Bedingungen, wäre das überhaupt nicht passiert. Aber hier natürlich, wenn es regnet, der kann sich den Ball 30 Kilometer weit vorlegen. So, und jetzt Freistoß aufgepasst. Da muss nicht unbedingt in Unterzahl sein, um hier was zu bewegen. Behrens ist aber da. So, kriegen wir den Ball schnell nach vorne. Badmatz hält den Ball jetzt erstmal. Aber wer rückt nach? Wer rückt nach? Remberg rückt nach. Sehr schön. Und jetzt Grudowski, komm. Damit ich dich in den Lauf schicken kann. Jawohl, Grudowski. Oh, der Ball, der bleibt fast stehen. Sind erschwerte Bedingungen, aber finde ich okay. Ich finde das völlig okay, dass wir so Bedingungen haben. Ist halt realistisch. So, oh, jetzt ein Ball an ersten Pfosten. Meint ihr, da ist die KI schlau genug und da läuft irgendeiner hin? Ich hoffe. Ja, und zwar Partov, unser Kapitän! Mit der Ansage. Schon vorher, dass da einer hinlaufen muss. Und natürlich, wer auch sonst als unser Kapitän Partov. Auch schon sein drittes Tor. Und genau so einen Ball haben wir jetzt gebaut. Hendricks, schöne Ecke. Partov läuft rein, schraubt sich da hoch. Mit seinen Vertical 2,79. Ganz, ganz stark gemacht. Sehr wichtig zu dem richtigen Zeitpunkt. Fast eine Stunde jetzt gespielt. Ja, und das winkt nach Sieg Nummer 7.
Das gerade zum Abschluss der Hinrunde. Dann haben wir wirklich eine entspannte Winterpause. Können wir entspannt Weihnachten feiern nach dem nächsten Heimspiel. Da geht es ja dann mit der Rückrunde schon los gegen die SV Elversberg. Und dann ist erstmal ein bisschen Ruhe. Dann kommt irgendwann der HSV und Düsseldorf und die ganzen anderen Konsorten wieder. Und mal gucken, was sich dann bis dahin tut. Ob wir vielleicht noch einen Spieler verkaufen, wenn ein richtig gutes Angebot reinkommt, weil dann müssen wir das machen. So, wenn mir jetzt hier irgendein Scheichklub 50 Millionen bietet für Grudowski, dann muss ich das machen. So als Beispiel jetzt mal, ne? So, aber wir sind ja hier noch nicht fertig. Badmatz Grudowski vorne, sieht er ihn? Oh, das ist ein schöner Ball, Grudowski! Ja, ist okay. Und das ist bestimmt auch mal eine Option, die Formation von Anfang an auch mal spielen zu lassen. Also 4-1-2-1-2, ihr seht, Hendricks. Wobei, ist das eine Fünferkette? Nö, ich habe doch eine Viererkette eingestellt. Fünferkette? Nein, ich wollte das hier spielen. Habe ich jetzt die Fünferkette? Ich wollte die hier aktivieren. So, zack, 4-1-2-1-2. Ich wundere mich gerade, warum klappt das denn nicht? Na gut, dann halt jetzt. So, wir bringen jetzt Marokko rein. Wir bringen vorne Nemeth rein. Obwohl, nee, ich würde gerne Grudowski und Badmanns nochmal zusammen ein bisschen spielen lassen. Wir können aber Scherder nochmal reinbringen für Kulis, Makridis für Mees. Da haben wir nochmal ein bisschen Geschwindigkeit vorne. Aber Badmanns und Grudowski, die lasse ich nochmal. Die sind gerade gut drauf. Die haben sich gerade wieder neu gefunden. Oh, was macht der Keeper da? Schießt sich einmal selber an und dann natürlich landet der wieder beim Mitspieler. Und ich glaube, wir haben jetzt Magdeburg damit so ein bisschen den Stecker gezogen. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ob er das übernommen hat, weil ich glaube nicht, dass er das übernommen hat. Er spielt immer noch Fünferkette, ich verstehe das nicht. So, ich habe doch das hier. Aktivieren. So, zack. Ich will das 4-1-2-1-2 haben. Jetzt. Ich will, dass sich das sofort umstellt. Taktische Änderungen werden durchgeführt. Jetzt. Okay, 4-1-2-1-2. Aufgepasst, Magdeburg kommt über Leipertz und Behrens ist da. Also bei Regen, da machen die Spieler die wildesten Sachen. Wie gesagt, alleine das mit dem Ball vorlegen, aber auch wir mit 30 Meter weit vorlegen. Aber es funktioniert ja. Guck, wenn der Ball liegen bleibt. Oh, jetzt wird er ein bisschen schneller. Warte, Mats, ich warte, dass ein bestimmter Spieler hinterläuft. Zum Beispiel Ter Horst. Ter Horst ist da. Und Janda. Schade. Und das ist auch immer noch geblieben, ey. Lauf doch einfach um den Gegner rum. Ich verstehe das nicht. Lauf doch einfach um ihn herum. Grudowski, schade. Dass er den nicht behält oder im Spiel halten konnte. Badmatz nochmal, genau. Kampa spielt ihn wahrscheinlich, nee, nicht nach außen. Der riskiert gerade mal hier ein Eigentor. So, und Magdeburg kommt nochmal, aber die sind im Prinzip raus. Also ein paar, obwohl, nee, im Prinzip sind sie nicht raus. Vergesst mein Gelaber. Die sind noch lange nicht raus, wenn wir so weiter spielen. Leipertz wieder. Gut, defensiv sehr schön, wir stehen. Und Janda passt auf, super. So, und jetzt schnell umschalten. Wir haben nämlich vorne ein bisschen Platz. Makridis schickt Grudowski. Ja, schön gemacht. Ball bleibt hoffentlich nicht liegen. Ja, aber dann kriegt er den Schwung nicht mit. Die Auftaktbewegung war nicht gut. Die war überhaupt nicht gut. Aber wir haben den Ball schon wieder. Gar kein Problem. Remberg. Rogov und Makridis. So, Grudowski. Makridis, wenn er durchläuft, kriegt er den. Aber zu spät gespielt, oder? Nee, nicht zu spät. Doch. Den hätte ich auch flach spielen können, aber ich spiele den irgendwie aus Gewohnheit immer hoch. Ich weiß gar nicht, warum ich spiele den aus Gewohnheit immer hoch. Aber ich glaube, das Spiel haben wir gewonnen. Jetzt 6 Minuten vor Schluss bei Magdeburg geht nichts mehr. Da war im Prinzip mit der roten Karte. Also der würde bei mir erstmal 2 Monatsgehälter zahlen. Vor allem völlig unnötig, weißt du? Im Mittelfeld, im Mittelkreis packt der einfach da die Grätsche aus. Warum? Der Ball war ja weg. Aber gut für uns. Oh ja, Ball bleibt liegen. Sehr gut. Super, vielen Dank dafür. Makridis hat jetzt viel Platz. Komm nochmal. Vielleicht eine Chance. Aber dann bekommt er den Ball nicht kontrolliert. Warum? Warum so schwerfällig? Nochmal drauf gehen, aber das war es jetzt nicht. Gibt wahrscheinlich auch nur, ja, die berühmte eine Minute Nachspielzeit. Und dann wird es das gewesen sein. Ja, also wir holen zum Abschluss der Hinrunde nochmal einen Sieg in Magdeburg mit einem Mann mehr, gefühlt 87 Minuten lang. Das hat uns natürlich schön in die Karten gespielt. Schöne Tore haben wir gemacht. Und wichtig nochmal zum Abschluss der Hinrunde 3 Punkte.
Dann halten wir uns jetzt nochmal kurz im Menü auf, schauen nochmal auf die Abschlusstabelle der Hinrunde, denn ihr seht, in 6 Tagen beginnt schon die Rückrunde. Zu Hause gegen die SV Elversberg, wir sind 5. Ihr seht, wie schnell das gehen kann, wenn du mal 2 Spiele oder 3 Spiele in Folge gewinnst, bist du auch mal wieder ganz schnell oben mit dabei. So, 20. Dezember, mein Geburtstag hier in-game. Ist ja eigentlich hoffentlich eine gute Voraussetzung, dass wir hier gewinnen. So, wir gucken jetzt nochmal auf Elversberg. Die sind aber auch nicht so schlecht drauf momentan. 3 Siege aus den letzten 5 Spielen. 4-2-3-1, also unsere Formation. Ich überlege wirklich, ob ich mal mit einem 4-1-2-1-2 starte. Mit Batmatz und Grodowski vorne. Das hat jetzt eigentlich zum Schluss ganz gut geklappt. Aber ich lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen. Jetzt haben wir hier wieder Scouting-Berichte. Hören die eigentlich auch mal auf zu scouten? Oder scouten die immer nur über einen bestimmten Zeitraum? Weil die haben ja jetzt, wie gesagt, schon gefühlt über 200 Spieler für mich gescoutet. So, ach du Scheiße. 10 Profiverträge laufen aus. Oh, oh, oh. Da haben wir einiges zu machen. Oh, weia. Das muss ich auf dem Schirm haben. Da muss ich rechtzeitig mit den Leuten verlängern, wenn ich dann die, das ist ja die halbe Start-FW. Also, wir gucken mal. Partov, 6 Monate. Kekeskov, der ist schon 33. Da bin ich halt im Überlegen, ob man den vielleicht nicht verkauft. Hendricks, entweder verlängern oder verkaufen. Der hat den höchsten Wert, 2 Millionen. Gehe ich jetzt mal von aus. Dann Mees, Stammspieler. Grodowski, Stammspieler. Batmatz, Stammspieler. Makridis, nicht Stammspieler. Nemeth wird dann wieder zurück zum HSV gehen. Den haben wir ja nur geliehen. Und dann geht es quasi ab Scherde. Also wir müssen gucken, dass wir... Also ich möchte mit Partov verlängern. Mit Hendricks. Mit Grodowski, Batmatz auf jeden Fall. Meeser wäre ich jetzt auch nicht so traurig drum, wenn wir den verkaufen. Kann ich die denn auf die... Okay, Transferliste geht, aber... Nee. Das würde ich jetzt nicht machen, weil ansonsten... Könnte ja ein Verein herkommen und sagen, wir wollen ihn für den Sommer holen. Dann wäre er nämlich ablösefrei. Da muss ich mich gleich, beziehungsweise dann nach dem Spiel gegen Elversberg auch nochmal ransetzen, weil die dürfen jetzt nämlich auch Gespräche mit anderen Vereinen führen. Das ist halt die Scheiße. Das ist halt die Scheiße. Na gut, haben wir ein bisschen was zu tun. Wir gucken jetzt nochmal auf die Tabelle nach der Hinrunde. Also oben der SFC Köln hat dann doch verloren. Darf man mal gucken, gegen wen. Muss ja jetzt erst hier zum Schluss gewesen sein. Gegen Nürnberg. Also Nürnberg ist die erste Truppe, die die Kölner geschlagen haben. Dann kommt... Paderborn, Hamburg, Düsseldorf, Schalke, Hannover und dann wir. Auch ganz eng zusammen. Nürnberg auf der 8, Regensburg 9. So, mal kurz die Machtverhältnisse hier wieder geklärt. KSC Darmstadt, Hertha auf der 12, Elversberg 13. Magdeburg, Lautern, Fürth, Ulm und Braunschweig. Aber alles noch ganz eng zusammen. Das wird auch nochmal eine noch spannendere Rückrunde wahrscheinlich. Also, wir haben jetzt 2 Aufgaben. Erstmal der Sieg gegen Elversberg an meinem Geburtstag. Letztes Spiel, dann ist Winterpause. Und in der Winterpause werde ich mich an die Profiverträge ransetzen. Da muss ich auf jeden Fall mit ein paar Spielern verlängern. Vielleicht verkaufe ich auch schon den einen oder anderen. Also, es wird auf jeden Fall ganz viel passieren. Ihr werdet dann die Änderung sehen zum Rückrundenstart. Also, zum 2. Spiel der Rückrunde. Aber wir sehen uns ja nochmal gegen Elversberg. Macht's gut. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.